als das. Wir sitzen im Auto. Eine Minute später sieht das so aus und sie hat schon keine Lust mehr. Hier kamen zwei Autos entgegen. Sie hat fast eine Panikattacke bekommen und von rechts aus einer Ausfahrt ist hier fast einer reingefahren. Zittern, Alter, wirklich. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zwar zu einem ganz besonderen. Ihr habt den Titel sowieso schon gelesen, ihr wisst, worum es geht. Ihr habt aber noch nicht gesehen, was es ist und wie und was und wieso und warum und weswegen und ja, das wollen wir euch alles heute in diesem Video erklären. Wir kriegen ein neues Auto. Crazy, ne? Wir haben uns jetzt ja sehr lange sehr gediegen und zurückgehalten, was sowas angeht. Ihr kennt uns ja, wir sind Sparfüchse so. Wir gehen mit unserem Geld vernünftig um. Aber ja, wir hatten jetzt ein ganz, ganz gutes Angebot von dem Autohersteller, wo wir gleich hinfahren. Wir haben uns ein praktisches Auto geholt, ein Auto, was uns gefällt, was uns im Alltag helfen wird, was für uns einfach super wichtig war. Was für die Zukunft auch praktisch ist. Und ja, dann haben wir halt noch ein bisschen was gemacht, damit es noch ein bisschen cooler wird. Und das werdet ihr alles sehen, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt. Gleich geht's los, um 15 Uhr holen wir den Wagen ab. René kommt uns jetzt abholen und weiß auch von nichts. Also er weiß nicht, wo wir hinfahren. Ich habe gesagt, Bro, ich brauche dich mal. Wir entführen dich so mäßig. Niemand weiß, dass wir heute ein neues Auto haben. Also wirklich niemand. Nicht unsere Eltern. Keine Freundin. Niemand. Wirklich nur wir zwei. Und René wird auch der Erste sein, der es mitbekommt, weil er uns halt mitbringen muss und weil er ein bisschen filmen muss. Ja. Ja, und alle anderen werden wir überraschen. Vielleicht blenden wir davon auch noch zwei, drei Sachen hier ein. Ja. Für euch zeitlich gesehen ist jetzt heute der Mittwoch, der 16. Aber ihr werdet das Video sehen nächste Woche Donnerstag. Genau. Das heißt, ihr habt auch schon den Hausvlog gesehen. Ah, momentan tut sich so viel bei uns. Es tut sich so unfassbar viel bei uns. Das ist so crazy. Ja, schreibt uns gerne mal euer Feedback zu dem Vlog in die Kommentare. Ihr könnt jetzt ja mal ganz kurz Pause machen und einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es für ein Auto wird. Ja. Na, mal sehen, mal gucken. Ich habe wahrscheinlich auf Thumbnail habe ich auf der einen Seite so verpixelt Ferrari gemacht und auf der anderen Seite verpixelt unser Auto. Ja. So, mal gucken. Ihr könnt ja einfach mal schätzen, was es wird. Ja, wir sind gespannt und jetzt werden wir von René abgeholt und dann alles weitere wird einfach spontan entstehen und ja, ich hoffe, dass sie das. Ja, nee, wir sehen uns. Wir bis gucken. Gleich. Ja, bis gleich. Wir sind angekommen. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt direkt rein. René wird das Ganze für uns filmen. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr seht ja noch nicht, wo wir sind, glaube ich, jetzt, ne? Irgendwie, oder? Ich muss, ja, egal, wenn. In meinem Auto. Schneide ich es raus. Ja, in Renés Auto sind wir. Okay, jetzt let's go. Okay, wir sind angekommen auf dem Hof. You have a mask? Okay, angekommen, Leute. Jetzt geht's rein. So, Leute, was geht ab? Wir hoffen, ihr könnt uns hören, weil hier überall gesaugt wird an Autos und keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt vom Autohaus. Ja, liebe Grüße gehen auf jeden Fall schon mal raus an die. Ich sag jetzt noch nicht die Marke, ihr werdet es gleich sehen. Wir sind unfassbar aufgeregt, wir sind auch unfassbar stolz, dass es jetzt soweit ist. Ganz, ganz großes Dankeschön geht an erster Stelle auch an euch raus, weil ohne euch wäre sowas hier nicht möglich. Ihr wisst, wir versuchen immer vernünftig mit unserem Geld umzugehen, aber ja, jetzt war es einfach mal an der Zeit, uns was Gutes zu tun und die Sonne. Und Dankeschön aber auf jeden Fall von ganzem Herzen an euch, an alle auf Instagram, YouTube, Twitch, egal wo, alle, die uns supporten. Danke, danke, danke. Nur durch euch. Und ja, jetzt der Wagen hat schon eine Folie. Kannst du einmal ganz kurz so, dass man die Folie so blinken sieht? Ja, die haben hier extra eine Folie für uns besorgt. Ist hier eigentlich nicht so normal, aber extra für uns haben sie es gemacht. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall. Wir werden jetzt gleich kommen und dann geht's los. Puh, ich bin so aufgeregt. Ja. Jetzt geht's los, Leute. Okay. Und 3, 2, 1, los! Oh mein Gott, it's audio car! Also, für die Leute, die nicht wissen, ist ein Cupra Ateca. Sehr schönes Auto, ein SUV, wie man sieht. Wir haben uns sehr gefreut und auch eine Trotzanlage. Wie schön es in der Sonne aussieht. Oh yes. Ja. Oh. Die sieht doch aus, Leute. Das sieht so krass aus. Das ist ein kleines Update
Das ist unser neues Auto. Schade, dass man den Geruch nicht drauf bekommt. Ja, wirklich, ne, dieser Neuwagengeruch. Boah, ist auch das erste Mal in unserem Leben, dass wir einen Neuwagen haben. Ist absolut crazy. Nochmal vielen, vielen lieben Dank. Okay, ich werde euch gleich noch mehr Infos geben. Wir machen jetzt erstmal hier noch ein bisschen Kram. Aber das ist er, Leute. Unser neues Auto. Mega! Was hast du denn da? Haben wir jetzt gerade vom Autohaus noch geschenkt bekommen, so eine Hülle. Das ist für den Schlüssel. Für den Schlüssel. Mhm. Gab es eigentlich nur 300, aber die hatten noch zwei hier. Und wir dürfen einen haben. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir sitzen im Auto. Es fühlt sich so unfassbar wahnsinnig an. Also hier, oh, hier Schatzi darf natürlich die erste Fahrt machen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall frei. Und so sieht es jetzt hier aus. René hat uns gerade hier Kleingeld reingeworfen, weil er gesagt hat, ein griechisches Ritual besagt, in der Nacht, bevor der ersten Fahrt muss Kleingeld hier reingeworfen werden. Das hat er jetzt da reingeworfen. Und so sieht das jetzt hier aus. Ja, ich würde mal sagen, Schatz, fahr mal vom Hof und mach den Wagen um die Hälfte den Wertverlust. Jetzt können wir erstmal hier klarkommen. Ist ja jetzt eine Automatik, unser... Oh Gott, der geht so schnell nach vorne. So schnell nach vorne, ja. Unser jetziges Auto. Tschüss! Haben wir alles? Ja. Oh, den Spiegel muss ich noch einstellen. Ja, und auch Seiten... Oh mein Gott, der Spiegel sieht voll schön aus. Ja. Oh Gott, auch nicht alles anfassen einfach, ne? Nee. Ja, der Rest ist eigentlich gut eingestellt. Der Rest ist gut eingestellt. Okay, dann. Und die Karre ist die Hälfte wert. Oh, wow. Es fühlt sich so gut an, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich mach mal hier gerade kurz die Fenster hoch. Okay, wir fahren jetzt erstmal hier kurz und konzentrieren uns mal. Das ist gerade irgendwie alles ganz neu und ja, bis gleich. Oh Gott, Leute, es ist so crazy. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt ein bisschen beruhigt und ein bisschen eingefahren. Wir sind aber noch in der ersten Fahrt. Ja, wir sind noch in der ersten Fahrt, fahren wie gesagt gerade nach Hause. Aber wir fahren jetzt auf eine Straße, was der Hardcore-Test ist. Denn diese Straße mit dem Seat, der tiefer gelegt ist, ist eigentlich fast unaushaltbar gewesen normalerweise. Da kannst du nicht ans Handy, ohne dich übergeben zu müssen. Und jetzt sind wir gespannt, wie das mit dem Auto ist, weil wir hier eigentlich kaum Hubbel spüren. Und Moment, wann geht's los? Warte. Jetzt, ne? Jetzt. Oh mein Gott, wie angenehm. Oh mein man hört Gott. Es zwar, man hört es, aber ich spüre kaum was. Es ist so angenehm. Mit dem Seat, also mit unserem, ist ja auch ein Seat jetzt, also mit dem Ibiza, hier immer so. Hat man da so drin gesessen. Das ist so krass. Guck mal, wir haben hier einfach so eine geile Front, um euch hier immer so schön hinzustellen. Oh mein Gott, da kannst du wirklich so ein Klebeding hinmachen und dann alles. Mach mal hier. Das finde ich das einfach perfekt, die Ablage hier. Ist richtig gut, wenn wir dieses Klebeding machen. Perfekt. Hammer. Ja, muss man da noch ein bisschen, aber. Ja, mit dem Klebeding wackelt das ja nicht. Ja, krass. Oh, Leute! Oh, yes, okay. Breites Auto, wir haben viel Platz. Oh ja, wir haben viel Platz. Zeigen euch. Ball wird nichts. Wir zeigen euch auf jeden Fall gleich nochmal so ein paar coole Features vom Auto, würde ich sagen, oder? Ja. Wir sind an unserem ersten Ziel angekommen. Eins der Features, die Mone so krass gecatcht haben. Mich catcht man ja einfach mit Kleinigkeiten und. So, dann wollen wir mal, ne? Ich liebe sowas so sehr. Krass, Babe. Es ist wirklich soweit. Also, alles zum Weiteren, zum Auto und alles pipapo wird es in einem sogenannten Car-Video, ich sag das Wort, das ist immer blöd, deswegen, in einem Car-Video geben, und zwar auf meinem Hauptkanal, das kommt dann irgendwann die nächsten Wochen online, das werdet ihr dann sehen. Ist abgeschlossen? Nee, noch nicht. Jetzt. Sexy! Ich kann nicht immer so von so nah dran. Bitte. Nach dem aufregenden Ereignis. Gehen wir kurz was snacken. René isst nämlich heute nichts. Er muss ein bisschen abnehmen. Nein, mein Essen kommt jetzt. Ja, auf jeden Fall hier, ich habe eine leckere Gyros Pita und ich habe einen Gyros Teller. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Guten Hunger. Ich fühle mich wie so ein kleines Mäuschen. So Leute, Mone fährt jetzt das Auto gerade das allererste Mal. Wir sind es ja nicht mal als Profi gefahren. Ja, und wie fühlt sich's an? Das fühlt sich sehr gut an. Macht sich auf jeden Fall gut. Ich habe ihr gerade erstmal alles erklärt mit Automatik und so, ne? Ganz, ja, und ganz auch richtig. Weil für mich ist das so oh, neu, so einfach einen Knopf drücken, um das Auto anzumachen. Ja. Das ist auch so ein fettes Ding. Ja. Bleib, aber einfach langsam, alles gut. Bleib ganz ruhig. Ich kann halt noch nicht die Größe einschätzen. Ja, das dauert auch. Das ist doch bei mir auch noch der Fall. Das dauert noch bei ihm, keine Sorge. Lieber immer ein bisschen größer einschätzen als zu klein einzuschätzen. Genau. Wir haben gestern Abend noch ganz viel. Ja, man spürt fast gar nichts, ne? Wir haben gestern auch
den, wie sagt man, so eine Stunde Zeit genommen im Auto, haben nochmal alles eingestellt, alles abgecheckt, alles getestet und so, ne? Ja. Gestern Abend war echt entspannt und die meisten ganzen Features, verlinkst bitte, babe. Die meisten ganzen Features werdet ihr auch in den nächsten Vlogs natürlich immer mal mitbekommen, wenn wir darüber reden und vor allen Dingen halt auch in dem Video, was auf meinem Hauptkanal dazu noch online kommt. Check das gerne ab. Das ist so krass, ich muss jetzt nicht mal, ich habe es einfach gebremst gerade. Ja, krass, ne? Automatik ist echt, also sie ist noch nie richtig Automatik gefahren, ein, zweimal vielleicht. Oder irgendwie oder von deiner Oma, dem Auto. Ja, allein im Urlaub oder so, ne? Auf Malle. Ich bin mehr gewohnt, Alter. Ja, ja. Ja. Also ich bin auch früher durch die Arbeit ganz viel Automatik gefahren, ja. Ne? Arbeitsbedingt. Ja, Automatik ist ja schon richtig drin, ich bin ja. Nie Automatik. Ja. Okay. Aber ja, jetzt machen wir erstmal hier so ganz entspannt. Wir sind hier so ein abgesperrter Bereich, ist ganz easy, kann sich hier so ein bisschen rumtuckern. Ne? Er hat mich jetzt gestern Abend schon gefragt und heute Morgen so, willst du aber fahren? Ich sag so, nee, ich will lieber erstmal da fahren, wo keine Autos fahren. Ja, mal gucken, was dazu wird, ne? Eine Minute später sieht das so aus und sie hat schon keine Lust mehr. Hier kamen zwei Autos entgegen. Sie hat fast eine Panikattacke bekommen und von rechts aus einer Ausfahrt ist hier fast eine reingefahren. Das war, ey. Also, Junge, ich fahre, das erste Auto, was kommt aus einer Ausfahrt, ich dachte halt, der bleibt stehen, weil ich habe recht gehabt. Und er wäre mir einfach fast reingefahren. Dann kommt mir einer entgegen, der nimmt sich die ganze Spur. Der fährt nicht links an die Seite, der nimmt sich die ganze Spur und fährt mir fast den Spiegel ab. Vor 30 Sekunden war alles okay, jetzt ist gerade Panikattacke. Ich schwitze wie ein Schwein, ich hab keinen Bock mehr, das ist mir. Du kannst jetzt hier vorne drehen. Oh, ist schlecht. Soll ich wieder tauschen? Ach, nee, ich muss, also ich, das ist ja unser Auto, ich muss hier mit dir auch fahren, aber da war mir jetzt ganz zu viel. So. Ja, es ist halt einfach normal, das Auto hatte ganz andere Dimensionen als der Ibiza, ne? Das ist ganz klar, ist viel, viel größer. Nee, jetzt mach bitte nicht noch kälter. Nee, Spiegel, nur mal, ne? Ah, zwei Zonen Klimaauto. Ja, ich kann ja meins kälter machen. Mach das. Okay. Leute. Warte, ich mach das jetzt so. Geil, erste Fahrt, direkt fallen mir aber fast zwei Leute rein. So, das war's mit dem Vlog. Wir hoffen, euch hat das Auto gefallen. Ihr bekommt ja noch viel, viel mehr zu sehen auf deinem Kanal. Ne? Mhm, auf seinem Kanal kommt noch ein richtig cooles Video online, wo ihr auch noch viel mehr Details seht. Und ihr werdet ja auch in unseren Instagram-Stories und auch in den nächsten Vlog ja immer mehr das Auto sehen. Jetzt können wir es euch ja endlich zeigen. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt einen lieben Kommentar. Und coole Vlogs kommen, genau, coole Vlogs kommen in nächster Zeit sowieso. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Wir haben uns ganz so lieb. Tschüss.